Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen, Seelennovena, zweiter Tag. Die armen Seelen leiden unter den Gedanken an die verlorene Zeit, in der sie Verdienste für das Himmelreich hätten erwerben können. Dieser Verlust ist nicht mehr rückgängig zu machen, denn mit der Zeit dieses Lebens endet auch die Zeit der Möglichkeit, Verdienste für die Ewigkeit zu sammeln. Allmächtiger ewiger Gott, was habe ich mir in meinem Erdenleben für das ewige Leben verdient? Mein Sinnen und Trachten war überwiegend auf das Zeitliche gerichtet. Ich danke dir, dass du mir noch Zeit gibst, das Böse wieder gut zu machen und Verdienste für die Ewigkeit zu sammeln. Ich bereue von Herzen, dir, o gütiger Gott, missfallen zu haben. Steh mir bei, damit mir von nun an in meinem Leben nichts mehr wichtiger sei, als dich zu lieben und dir zu dienen. Erbarme dich meiner und erbarme dich auch der armen Seelen, die im Fegfeuer leiden. O Maria, Mutter Gottes, voll der Gnade, komm den armen Seelen mit deiner mächtigen Fürsprache zu Hilfe. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das ganze Fegefeuer. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Der heimgegangenen Seelen dein, die deinem Herzen teuer. Erbarme dich, lindere ihre Pein. O Jesus, lösch ihr Feuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.